Die Stadt hat ein neues Kinderschutzgesetz vorgelegt. Nehmen Sie das Thema laut Rückgabe ernst. Nach mehreren mutmaßlichen Fällen von Missbrauch in Winscherner Kindergärten waren öffentlich, wir berichteten. Die Stadt präsentierte nun im Rahmen einer Veranstaltung im Rathaus ein neues Kinderschutzgesetz. Die Kinderschutzplattform bietet Übersicht an ein Kompetenzzentrum für Kinderschutz, wurde in Wiens Kind- und Jugendfürsorge eingerichtet, das Unternehmen bereits gegründet hat. Ein Anwalt und ein Sozialarbeiter sind der Kontakt für alle Fragen zu diesem Thema. Zu den Kernaufgaben gehören telefonische Beratung, die Verarbeitung schwieriger Symptome sowie weitere Schulungen zum Thema und die Überprüfung des Kinderschutzkonzepts. 132 Menschen wurden seit Mitte Januar geschult. In Zukunft werden 200 neue Kinderschutzbeauftragte in Kindergärten verwendet. Sie stellen Fragen und Mitarbeiter für Fragen zur unterstützenden Materialien und Kontakte. Zusätzlich sollten Mitarbeiter, Eltern und Öffentlichkeit besser informiert und sensibilisiert werden. Rückkehr Österreichs strenges Kinderschutzgesetz. Das neue Gesetz wurde vom Vizebürgermeister Christoph Ritteure, Brigitte Grehn aus Wiens Kind- und Jugendwohnung und dem Geschäftsführer der Organisation, die MÖWE, die sich auf Kinderschutz spezialisiert hat, vorgestellt. Hedwig Wölfel, die höchste Priorität in der Stadt Wien. Deshalb haben wir das strengste Kinderschutzgesetz in Österreich umgesetzt, sagt die Rückkehr. Die Veranstaltung zeigte, dass das Thema sehr ernst und sehr professionell ist. Machen Sie einen Beitrag zur Prävention. Kinderschutz ist kein Konzert und nicht verhandelbar, betont Brigitte Grin vom A11. Wir müssen zusammen mit dem Schutz unserer Kinder zusammenarbeiten. Ich bin überzeugt, dass das Kompetenzzentrum zusätzlich die Sensibilisierung und Verarbeitung im Falle von Verarbeitung ist die Eventaria. Hedwig Wölfel vom Geschäftsführer der Kinderschutzorganisation, die MÖWE, sitzt ähnlich nur in enger Koordination zwischen Grundschulbildung und Fachorganisationen wie Z-betroffene Kinder. Institutioneller Kinderschutz ist gelebt und schützt sowohl die Kinder, ihre Betreuer, Mitarbeiter und die Organisationen.